Okay, 3, 2, 1, go. Oh, Alter. Ach so. Du hast mich von der Straße gekickt, Alter. Bist du schon? Ja. Aber nicht. Ja. Ich brauche mein Auto ist weg. Mein Auto ist einfach weg. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Also ohne Auto ist. Komm, ich spiel mal mit dem Laster, okay? Vielleicht gewinnst du. Ja, okay. Mit dem Laster siehst du einfach nicht mal, was wenn du damit fährst. Boah, der hat hier irgendwie verbuggt, den kriegt man hier gar nicht mehr raus. Das Spiel ist mit Abstand das schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Hä? Mein Auto ist weg! Nein! Wo ist mein Auto? Ich hab's, warte. Ja, oh. Junge, wow. Jetzt können wir Rennen machen. Nein, 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 ich pack runter! Nein! Wow. Ich höre nicht mehr weg. War doch jetzt irgendwie. Hallo! Nein, ich darf nicht runterfallen. Hört ihr den Motor und Musik in meinen Ohren? Junge, was machst du da? Hallo? Ich bin hier irgendwo hoch. Das Ding ist voll, fahr mal vor. Junge, das Ding ist mega verbuggt, Alter. Boah, jetzt, Alter, jetzt. Okay. Wollen wir so starten? Was zum Fuck? Was passiert hier? Ach du heilige Scheiße, ey. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts drücken. Junge. Jetzt kommt ja noch ein anderer Hurensohn. Jetzt fällt einfach alles raus. Okay, jetzt können wir ein Rennen machen. Ja, ich würde gerne. Okay, warte. Warte, kann ich da überhaupt durchfahren? Ja. Er fährt voll. Drei. Ja, warte, lass ihn erst wegfahren. Obwohl, scheiß drauf hin, dann ist 3, 2, 1, go. Ja, wow, ich bin halt total langsam, ey. Nö, nö. Ja, ich komm. Ich komm hier nicht mal um die Kurve, ey. Ah, ich seh dich, ich bin hinter dir. Nö! Nein, ich komme nicht mehr weg! Warte, ich helfe dir. Aber guck, ob ich hier hochfahren kann. Digga, weil wir ein Speedboot-Rennen machen. Du hast doch nicht gewonnen, du musst mit dem Auto ins Ziel. Aber ich komme, glaube ich, selber nicht hoch. Nee. Nein, ich bin ja, umgekippt. Ey, guck mal, ich liege an der Seite. Meint ihr auch? Ja. Lass weg! Junge, ich komme hier auch nicht hoch. Nice, ich kann da gewinnen, ich kann da gewinnen. Ja, ja, erste Runde habe ich schon. Ja, ich bin oben, nein! Ja, ich hab gewonnen, ich bin da. So, kannst du denn noch einparken, Rico? Du bist doch gerade in der Fahrschule. Fahr mal bitte rückwärts in diese Parkbox hier ein. Okay. Nee, komm mal her. Nee, hier, komm zu mir, neben mir. Ja, guck mal, ist halt lächerlich. Wenn du S drückst und A, dann fährst du nach links. Wenn du nur A drückst, dann fährst du nach rechts. So, jetzt kannst du einparken, Rico. Ich mach dir das mal vor, so. Ja, ich mach mal vorwärts vor. So. So muss man das Auto parken. So, wäre das hier wieder falsch hingestellt. Ja. Ja, sieht gut aus. Ja. Ja, ist, perfekt. Ist eine 6. Eine gute 6. Eine 6 plus. Na, wollen wir mal gucken, was in der Firma so abgeht. Rico, komm, wir gehen mal hier rein. Gehen mal so ein bisschen gucken. Alles klar, kein Delivery Man ist hier. Komm, wir bauen nur Scheiße. Wir machen jetzt die Firma kaputt hier. Komm. Bevor man natürlich anfängt, ich zeige dir mal kurz die Firma hier. Nimmt man natürlich erstmal die Mütze hier und die auch. Und dann einfach den Pizzateig braten. Einfach drauf da alles. So, bis wir keinen mehr haben. Hallo Akbar. Hier, was ist das? Was ist denn das? Ein Ofen. Der hier. What I can get, ja. Der Mountain Dew. So, jetzt können wir unsere Bestellung aufnehmen. Okay, und jetzt? Mountain Dew und den stellen wir einfach hier aufs Laufband, Rico. Und dann macht das automatische Laufband das Ding weg und dann ist es nicht mehr unser Problem. Das ist ja nice. Alter, sieht genauso aus wie ich. Ja, hallo, was willst du? Hallo, ey! Ey, Alter! Made cheese pizza, would you like some? Ja, Bun. Ja, komm weg ich mit dem. What's your favorite thing here? Pepperoni pizza? I'll have that. Okay.
das obere ist Pepperoni. Whatever, was? Achso. Oh, was möchtest du denn? Ich hätte gerne eine Käsepizza. Nein, ich meine nicht dich. Wow, nice shirt. Junge. Nö, fick vor. Dich, Alter, hier, komm. Du stehst da so bei Burger King so, wow, nice shirt. Was möchtest du denn? So, da ist ein Kunde, der ist hingefallen. Nee, das zweite ist gerade hingefallen. Ah, du hast dich voll peinlich gemacht, Alter. Ah. Ey, die steckt fest. Nein, du kriegst nix. Chat ended because Junge, das ist ja so ein schlechtes Spiel. So, ja, ich möchte unseren Kunden natürlich Transparenz bieten, deswegen zeige ich dir uns mal eben die Küche. Nee, komm mal her, kannst ruhig mitkommen, ist kein Thema, auf meinen Kopf kommen öfter mal Leute. Ja, Mann. So, komm rein mit dir. Pizza, okay. Rein. Alles klar. Ey, die ist weg, die ist einfach weg. Wo ist die? Ja, aber fuck. Ich hab Tomatensauce vergessen, alles bestimmt nicht wichtig. Doch, nein, Rico, so geht das nicht. Du musst schon Tomatensauce drauf machen. Mein Gott, ey. Boah, ach, ey, da ist ja, die Kundin okay. Wieder. Jo, was geht? So, ich trag dich mal ein bisschen rum hier. Ich zeig dir mal alles. Nächste Kunde. Ey, like boah, Junge, der hat mir voll AKO gegeben, Alter. Ich lieg voll auf den vielleicht kriegen wir den Kunden irgendwie in diesen Ofen und der verbrennt oder so. Junge, was? Und eins, zwei, drei. Oh, nee, okay, bei zwei. Okay, da muss ich auch nochmal ran hier. Wie nimmst du ihn auf den Kopf? Die springt immer und dann einfach drunter stellen. Okay, jetzt RKO hier. RKO. Oh. Hello, nix mit sitzen. Ey, nein, ich bin um. Ich bin tot. Ich auch. Nein, ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach gespawnt. Hier ist ein Auto. Wir haben nicht das Auto aufs Dach bekommen. Das kann gar nicht fahren. Bleib mal stehen, Räuberleiter, bleib mal stehen. Guck euch. Warte. Okay, warte. Ein Shampoos, Leute, Shampoos geht halt. Geh hier auf das Geländer, da bist du höher. Junge, what the fuck, ey. Ich bin Batman. Ich bin Hüter dieser Stadt. Junge, Batman. Hallo, Akbar. Oh. Komm, was auch lustig ist, komm mal mit. Du kannst auch hier rein. Das ist auch lustig. Schlecht. Irgendwie. So. Ich schwebe. Junge, ich schwebe. Ey, komm, ich schwebe. Ich seh's nicht, ich schwebe auch. Du schwebst da drin, ich schweb draußen. Ich komm nicht mehr runter. Hallo. Warum komm ich nicht hoch? Ich muss mich irgendwie durchbacken. Wie komm ich denn jetzt wieder weg? Hallo, ich will hier raus. Junge, ich komm nicht weg. Wie bist du denn da hochgekommen? Ich bin einfach draußen, ich bin aber immer angefangen zu schweben. Ich mach das Licht an, ey, leck mir die Puperze, ey. Hallo. Junge, ich komme hier nicht raus. Ja, wow, ich schwebe jetzt hier so an, der Deck. Ich auch. Junge, das nennt man mal abhängen, Alter. Ich schwebe hier mit dem Ding rum. Warte, einer muss das Tor offen halten. Aber warte, ich muss erst noch meinen Skin wechseln. Und der andere versucht, also du hältst das offen, ich versuche, wenn ich schwebe, rauszufliegen, okay? Okay. Okay, jetzt muss ich. Ja. Oh! Ja. Nein. Ja! Ja! Die Hex am Start, Alter. Tschüss, du grausame Be- Bist du tot? Nee. Ich sehe dich nicht mehr. Ich komm mal zurück, ich sehe dich. Geh ich überhaupt noch höher? Ja, es geht immer noch höher. Ich flieg mal zur Insel da hinten. Nein, ich bin tot.
Ich springe in der Ruhe, ich bin Flummi. Oh, jetzt hänge ich in der Luft fest. Ey, Rigo, kommst du mit in die Skateanlage, Alter? Ich hab mir keinen Bock auf Schule heute. Ja, Mann, ich auch nicht. Komm, lass gehen. Ja, komm, wir können nicht cruisen. Und? Oh, Junge, yeah. Ich komm hier überhaupt nicht klar. Okay, jetzt. Oh, ja, jetzt Kickflip. Boah, Junge, oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, gut. Das ist viel besser als das echte Leben. Guck mal, was ich mache. Ist das der neue ich Trick, Rico? Ja. Ich guck mal, Double Skateboard. Ey, ich hab dein Skateboard. Hey, Junge, ich mein Skateboard. Ey. Ey, what the fuck? Ey, guck, das ist mein neuer Trick. Ey, guck dir das mal an. Guck mal. Wie findest du den Trick? Ja, der ist ganz geil. Also, kannst du mir ruhig mal beibringen. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, Junge, ja. Ich bin so gut, Mann. Hey, Junge, ich kann den Trick, glaube ich, auch. Ja, Mann, ich kann ihn auch. Junge, du bist einfach ein guter Lehrer. Ich komme auch nicht mehr weg, ne? Nur ein Trick noch, dann machen wir was anderes. Oh, oh ja. Ja, guter Trick. Junge, warum bist du denn so schnell? Können wir im Auto fahren? Auf jeden Fall. Warte. Okay, lassen wir es lieber, bevor wir jetzt so sterben oder so. Komm, wir gehen mal in die Schule. Okay. Ach, Mann, der Unterricht ist immer so doof, Alter. Ist aber eher nicht so mein Ding. Meins auch nicht. Oh, nice Tür. Okay, die Dinger, ja, die sitzen da immer noch alle. Wo ist denn die Mädchentoilette? Ah, hier. Da vorne, glaube ich. Oh, ach, da. Ja, gehen wir mal rein. Ach, so sehen die aus. So, nur ist das Office. Oh. Das war übrigens gerade die Longboard-Tour 2015. Mit einer Angelrute in der Hand. Jetzt wird man nicht frech hier. Wir sind der Anglerclub. Kann man hier verbrennen? Ich bin Avatar, der Feuerbändiger. Ah ne, wie heißt der Arm? Ah, der war nicht Feuer. Och, hey Rico. Hello, hey, Klaas. Psst, psst. Hey, psst, hey Rico. Ja. 23. I gonna take over. Okay. Okay. Rico, psst. Ja. Ich weiß, was noch lustigeres als 23. 24. Okay, after school I will be having English help. Oh gut. Also wenn der das Englisch helfen so gut ist wie der Englischunterricht selber, dann aber Props, ey. Er schreibt, get back to class. Okay, gut, da müssen wir hören. Oh Mann, ey. Okay, ja. Okay, warte, okay, jetzt weg. Warte, wir müssen ihm hinterherlaufen. Nein, nein, er sagt wo lang. Ja, wo geht's denn lang? Hey, Lehrer. Hä? Ja, also ich glaube, er weiß selber nicht so. Hallo, ich darf nicht skateboard. Ey, Junge, hallo, Lehrer. Hallo, Lehrer. Lehrer, ey. Wir haben jetzt Geschichten. Geschichten. Ey, er ist weg. Der ist weg bei mir. Läuft bei mir auch. Okay, komm, dann können wir nach oben gehen. Er ist aufs Weiberklo gegangen. Ja? Keine Ahnung. Ne, wir gehen hier direkt an die Labore. Ich setz mich jetzt. Ja, okay, warte. Ach so, wie geht das denn hier? Gar nicht. Da hat sich jemand echt Mühe gegeben bei dem Spiel. Heute zeigen wir euch, wie man Chloroform herstellt. Ja. Alles klar. Da sind viele Leute, die das wirklich heilerblendend interessiert. So, ja, Rico, also, du fängst am besten schon mal ich an. Bin ich, ja, alles klar, was soll ich machen? Chloroform. Ja, dann erzählen Sie mir mal was über die chemische Zusammensetzung von Chloroform, Herr Rico. Ja, also, ja, ich muss sagen, ich bin letzte Stunde eingeschlafen, ich weiß jetzt nicht mehr so viel. Ja, okay, wenigstens bist du ehrlich, das finde ich immer ganz wichtig. Und ja, ich verteile da mal die Tests. Rico, eine 6. So, Gast 306. Hallo, Gast, das kannst du nicht machen. Ey, Gast, ey, nein, das ist mein Platz. Ey, Alter, nee, da setzt er sich jetzt nicht hin. Nee. So, Rico, dann komm doch bitte mal nach vorne und trag deinen Vortrag vor. Also, hallo, Klasse. Kann oder hallo, Gast 306. Hallo, ich bin auch da. Du bist aber der Lehrer. Ja, eben, ich will auch begrüßt werden. Ich will doch einfach nur einen Respekt. Ich halte heute einen Vortrag über... ja gut, ja. Ah, super, Rico, du hast alle zum Abhauen gebracht, 1+. Ich gehe dann auch mal, nein, ich setze mich nicht hin. So, dann zeigen Sie mir doch jetzt mal, wo Deutschland ist. Okay, Deutschland ist genau überall. Das alles ist das Warte, Deutsche Deutschland Reich. Ist... Stimmt, kannst du damit... Genau hier.
Oh, Rico, der Tag heute war so anstrengend, oder, Alter? Ja, Mann, aber guck dir mal den Typ hinter dir an mit dem Skateboard. Was eine Flasche, ey. Hey, Junge, jetzt rein. Lass ihn mal boxen. Ja, Alter, ja, lass ihn mal auflauern, Alter. So, jetzt auch schnell was trinken. Mit Deckel. Ja, ich habe leider nichts zu trinken, aber ich esse dafür lieber noch was, weil ich bin fett. Ich hab drei. Junge, ich glaube, der will Beef, Alter, hä? Willst du Beef oder was, Alter, hä? Ich glaube auch, hä? Der will Beef. Haben wir sonst zweimal gefickt, ne? Auf ihn, Alter, hä? Hä? Bam, aber bam. Ich muss noch kurz aufessen. Hä? Junge. Beef, hä? Komm, hä? Komm, komm. Kassierst, hä? Schlägerei kassierst. Oder was, Alter, hä? Du kassierst. Bastard, Alter. Ja, ich wollte mich komm, gar nicht hinsetzen. Komm her. Ja, hä? Komm her. Ja, Schlägerei in der Cafeteria. Junge. Direkt mal posten. Hashtag Cut vor Tisch. Schlägerei in der Cafeteria. Wollen wir ein Freestyle-Rap-Battle machen in der Cafeteria? In dem Audioraum? Okay, machen wir. Ich splitte die Barsch. Barsch. Ich splitte die Bars. Ich trainiere meinen Arsch. Und der Typ an der Bar schleppt mich gleich ab. Okay. Okay. Jojojo. Ja, das ist schon krass zu überbieten. Ich hab ein Mikro im Arsch. Und gleich einen Barsch. Den stecke ich dir danach in den Arsch. Ja, war's auch schon. Unter den schlechtesten Schülern bist du locker unter den Top 3. Und deine Mutter wird öfter geleckt als ein Softeis. Oh. Okay, das ist wrecked, wrecked, darauf, wrecked. Darauf muss ich jetzt aber erstmal eine Runde in der Schule skaten. Oh nice, Alter. Ich spiele hier mit 100 Leuten Basketball, Alter. Oh, ich hab ihn. Ich weiß, ich hab ihn verloren. Okay, auf geht's. Ich hab ihn. Junge, nein. Hä? Junge, wir sind in einem Team. Achso. Mach ihn. Oh. Nico. Junge, ich muss mich halt auch mal. Ich will halt irgendeinen Nebenjob machen, aber ich habe halt absolut keinen Bock auf irgendwie nichts, was man so machen kann. Genau das habe ich auch. Das Einzige, wo ich noch Bock drauf hätte, wäre Pizza ausliefern, weil du da nur rumfährst und hin und wieder halt eine Pizza austrägst. Aber die Menschen, die du dann einfach die Tür aufmachen musst, man, die werden mir wahrscheinlich so hart auf den Sack gehen. Wenn die so sagen, hallo, herzlichen Dank, dass du meine Pizza bringst. Boah, halt einfach deine Fresse, du Hurensohn, du gib mir das Geld, ey. Hier, 20 Cent Trinkgeld, weil du so schnell warst. du kleiner Hurensohn. Ja, die Pizza ist aber nicht mehr so warm. Ja, und irgendwie ein bisschen lange hast du auch gebraucht, Junge. Nee, Mann, das, ich will mir so auf den Sack hier nach einer Zeit, Mann. Ich würde da irgendwen töten, glaube ich. Deine Oma war auch nicht mehr wärmer, als ich sie gestern gefickt habe. Muss ich sagen. Dann sagt er das nicht mehr. Bei mir fängt es auch langsam an, wo ich mich aber richtig schlecht fühle, Alter. Ja, bei mir auch so halb. Weil ich ja wenigstens noch was kriege. Alle sagen so, ja, such dir was, mach doch was. Du schläfst halt täglich bis 15 Uhr, machst einfach überhaupt nicht. 13 Uhr, ja. Wir müssen es nicht gleich übertreiben. Ich fühle mich aber immer schlecht, wenn ich aufstehe, weil der Tag ist dann quasi schon vorbei und ja, ich mache schon seit 2-3 Monaten. Ich stehe immer um 9, halb 10 auf. Ich stehe mir immer Ich kann nicht mehr so lange schlafen. Wenn ich irgendwie um 13 Uhr aufstehe, dann habe ich immer das überschlechte Gefühl, das geht nicht mehr, Alter. Vor allem, ich will auch nicht, dass meine Mutter weiß, dass ich so lange penne, weil das voll mies vorkommt. Ich sag dann ja, immer ja, so, eben. Ja, ich bin schon seit 2 Stunden wach, ich wollte nur meine Ruhe haben. Das mache ich auch immer. So, denn, weil deine Mutter geht so, keine Ahnung, 10 Stunden, also meine geht so 10 Stunden am Tag arbeiten. Und dann kommt sie einfach so nach Hause und du bist einfach so gerade aufgestanden, ne? Aber kriegst halt noch Geld für ihn und so. Das ist mega assi halt, deswegen.